So, da sind wir bei der Auswahl. Möglichkeit Nummer 2, MDK, Murder, Death, Kill oder so ähnlich. Dafür steht diese Abkürzung. Auch ein älteres Spiel, was ich mal spielen wollte. Ich habe mir einen Uncut-Patch rübergezogen, weil... Ich weiß nicht, warum die grünes Blut blau gemacht haben. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, deswegen... Und weil das Blut komisch aussieht in blau. Außerdem ist es Aliens, hallo, wenn das Spiel rotes Blut hat, machen sie es grün. Aber wenn es grünes Blut hat, machen sie es blau, also verstehe einer. Das aber, naja. So, worum es hier geht, keine Ahnung. Es geht irgendwie um, retten sie die Welt vor fiesen Außerirdischen, steuern sie den heldenhaften Kurt Hektik, der ist fast im Eingang mit den Wesen aus dem Ei aufnimmt. So, das ist der erste Satz hier so. Die ersten beiden Sätze. Ja. Worum es hier geht, keine Ahnung. Ich werde, das wird natürlich auch natürlich dann demnach blind sein. Ja. Neues Spiel. Kurzmeldung. Ein riesiger Minecrawler ist auf dem Weg in die Küstenstadt Laguna Beach, USA. Geht es automatisch weg? Oder muss ich was drücken? Verdammt! Ich habe vergessen, die Steuerung umzustellen. Weichen Sie dem Radar aus. Okay. Das Grüne ist wahrscheinlich der Radar. Ja, das ist soweit. Habe ich schon mal getestet. Deswegen. Ich muss auf jeden Fall umstellen, weil... Ein Ego-Shooter ist es mehr oder weniger. Ego-Shooter. Aber es hat auch viel Jump-Man-Dinger, habe ich gelesen. Mit Pfeiltasten steuern. Also Leute, ich weiß nicht. Dazu fällt mir nichts mehr ein. What is that? Ich bin topfit. Ah. Okay. Wirklich Ben? Nein. Okay, muss ich später umstellen. Das ist nämlich nervig. Und die Grafik. Das kippt. Okay. Ja, das ist echt 100% blind hier. Aber ich weiß... Oh, mit rechts Maustaste kann man springen. Mit Leertaste kann man das machen und BAM! Kopf abgefetzt. ja, das wusste ich noch. Was ist das? Kleine Atombombe der Welt. Lol. So. Ja, Headshots ist eh das Beste in diesem Spiel, was man machen kann. Um die Gegner zu töten, man muss nur den Kopf einigermaßen richtig treffen, dann ist gleich Kopf abgefetzt. Dann geht's hier nicht weiter. Und wie... Ich hätte die Steuerung angucken sollen. Allein Tür mit der Atombombe öffnen. Ja, wenn ich wüsste wie. Dann würde ich das auch tun. Moment, Steuerung angucken. Puls laufen, schnell laufen, Sprungbein nochmal Bestätigung. Gleitmodus. Ah. Ansicht vergrößern, Ansicht verkleinern, gewählte Waffe feuern. Nein. Ja. Das ist der Gleitmodus. LOL. Nein. Da steht irgendwie nichts. Von wegen... Okay, ich brauche die Maus nicht mal. Aber... Ohne Maus wäre es ein bisschen komisch. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich die Atombombe benutze. Schneller laufen! Ich hänge schon in den ersten Minuten des Spiels fest, ich glaub's nicht. Mit A kann man irgendwie zoomen. Ey!
Ich habe echt keine Ahnung. Das ist echt verwirrend. Ey, warum steht hier auch nicht? Schnell. Moment, Optionsding ist F12. Ah. Tastatur. Ey, das muss ich jetzt echt nur zurück. Tastatur. Das muss ich ändern. Links, rechts, oben, unten. Beschuss links, Beschuss rechts, Feuer. Nächstes Objekt, Objekt benutzen. Enter. Ah. Hab ich das jetzt? Ja, eine Mini-Atombombe. Und natürlich hätte ich weglaufen sollen. Das ist irgendwie ein bisschen doof war von mir. 10% Gesundheit. Okay. Ob ich Moment. Dieses Spiel wird... Ist ja wie gesagt, nein. Dieses Spiel werde ich vielleicht auch zu Ende Let's Play, wenn ihr das wollt. Ansonsten keine Ahnung. Übungsraum. Übungsraum, und was soll ich hier jetzt üben? Auf welche Ziele? Über das rote Glas schießen, ja. Die Ziele da oben, oder was? Ach, da ist ein Ziel! Wow. Das ist ja schwer zu sehen gewesen. Ja, komm. So. Und in der Mitte. Und... Bam, alles weg. Hey, was ist das? Handgranate. Ja, wie ich mich immer selbst töte, ich glaub's nicht. Oder verletze besser gesagt. Irgendwie ist die Steuerung aber ein bisschen hakend. Und wenn ich mich drehe, dann... Fallschirm nutzen, um Mörser zu holen. Ach. Wie springe ich nochmal? Rechts. Mörser. Platz gedeckt. Wie kann ich die Waffe wechseln? Ich habe nicht viel Ahnung von Ego-Shootern. Durch das Loch in der Wand. Ah, da oben. Ah. Jetzt macht alles schon Sinn. Okay. Snipergranate. Was ist das? Köderattrappe. Was soll ich dazu noch sagen?
Man soll doch die Ziele treffen, oder nicht? Ah. Okay, dann schießen wir mal da weiter drauf. Geht so schneller. Geh kaputt. Los. Schneller. Was auch immer mir das gebracht hat. Sniper. Sniper-Granate. Wie soll ich denn die? Ja, der schuss mich runter. Sollte das da mit Sniper-Granate gemeint sein, dass ich den Kopf wegfetze? Und... Ah, verdammt. Also diese Steuerung ist auf jeden Fall ein bisschen... scheiße. Und es hakt natürlich zwischendurch. Und... So, der ist auch weg. Es ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dieser Steuerung. Aber ich glaube, ich werde das schaffen. Nein! Oh. Ja, von diesem Spiel gibt es auch einen zweiten Teil, genau wie Dark Project, was ich vergessen habe, da zu erwähnen. So, 10% Gesundheit. Weiter geht's. Oh Gott. Erstmal, was ist das? Luftangriff von Bones. Okay. Mörser. Ach du Scheiße. Noch mehr Mörser. Jetzt geh doch drauf. Geht doch. Ah. Boah. Mit dem Spiel krieg ich echt ein zu viel. Ich sterbe hier gleich, wie ich sehe schon. Das ist kein Spiel für mich einfach. Das hat eine Menge Fails in sich, das sehe ich jetzt schon. Ach, ich bin gewohnt, dass Leertaste in den meisten Spielen springen ist, deswegen. Aua! Gesundheit! Sterbt! Sterbt! Ich mag euch nicht! So. Jetzt würde mir noch... Bam! Das dazu einfallen. So. Gott. Wenn man nicht zum Anfang eines jeden Levels endlos Energie, wieder volle Energie hat, dann wird das ein sehr Fail-Game für mich sein. Ich hoffe, das Level ist gleich zu Ende. Kann ich nämlich speichern, denke ich.
Da kann ich auch irgendein Spiel speichern, das will ich nicht wundern. Oder speichert er automatisch? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ich muss da unten rein. Ha. Super Schnellfeuerkanone. Okay, jetzt bloß keinen Schuss verschwenden. Aber speichern steht hier auch nichts. Wow. 21 Schuss verschwenden. Ja. Das Spiel ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Allein die Grafik ist noch schon lange überholt, muss man mal so sagen. Handgranate. Mann. Ich bin zu schlecht in so diesem Spiel. Ich merke schon. Ich brauche Energie. Ich habe nur noch 9. Ja, nee. Ah. Gleich bin ich im Eimer. Gleich bin ich im Eimer. Nur noch 3. Oh Gott. Tot. Also wenn ihr mir weiter beim Failen zugucken wollt, dann wählt mir dieses Spiel. Auch wenn das Let's Play, ich glaube, ewig dauern wird. Ich schaffe ja nicht mal das erste Level, also wählt bitte nicht dieses Spiel. Obwohl, ist mir eigentlich egal, ich spiel's ja für euch. Also, wenn ihr das wählt, dann schreibt es in den Kommentar. Ach, verdammt, kommt ja noch ein Video dazu. Also, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play MDK, wenn ihr dieses Spiel wählt. Ich bin MK in dem Fall schon. Also.